Oh Gott. Oh je. Bling, bling. Da mag ich lieber Berge, die wie Wolken geformt sind. Oder Berge mit Augen drauf. Ja. Puh, geschafft. Kliff, kliff. Das heißt hoffentlich, dass du jetzt glücklich bist, wenn ich dich doch nur verstehen könnte. Tja. Oh. Hier fehlen uns zwei. Oh, weia. Das ist ja fies. So. Katze. Katze? Katze hat Rätsel. Ja. Ein Kätzel. Ein Kätzel? Verblend ihn. Oh, die Katze wieder. Sie hat da was. Da, na sowas. Ein Rätsel. Oje, oje, Mimi. Sie möchte anscheinend, dass wir es lösen. Und ich bin bei einer Reihe. Oh, da kriegst du wohl den Punkt. Ja. Gut gestempelt. Oh nee. Wir haben hier haben wir 5 Taschentücher, alle mit genau derselben Form, Farbe und Größe. Mit einem runden Stempel musst du die Taschentücher so markieren, dass man sie voneinander unterscheiden kann. Wie oft musst du den Stempel mindestens benutzen? Fünf Taschentücher waren es, wa? Mhm. Wollen wir? Ich hab noch nicht. Okay, also hast mach du denn... Mal. Soll ich? Mach erst mal. Okay. Ich versuch erst mal eine normale Antwort zu finden. Das sollte reichen, denke ich. Tja. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Das ist so... Also so sehr logisch tatsächlich. Das ist doch das Erste, was mir eingefallen ist dazu. Null. Ich glaube, ich hab's jetzt auch. Also theoretisch könnte man den Stempel auch null mal benutzen, indem man bei den Taschentüchern einfach was abreißt. Ja. Aber... Okay, ich glaube, ich hab's jetzt auch. Mhm. Musste erstmal nochmal überprüfen, ob's geht. Ja, es würde auf jeden Fall gehen. Also in irgendeiner bestimmten Ausrichtung, das könnte man... So, mal gucken, aber wie genau wird es jetzt... Ja, so zum Beispiel. So habe ich mir gedacht. Ja. Also man könnte es wahrscheinlich auch mit allen 5 irgendwie machen, dass doch auch das dritte ein bisschen Farbe ab... das aber fünfte ein bisschen ehrlich, Farbe abkriegt. So kannst du es doch auch am Ende nicht unterscheiden. Wie? Doch. Hier ist es ja versetzt und deswegen ist hier ein kleines Stück. Hier ist ein bisschen länger. Hier ist dicker. Und hier ist ein ganz großes. Doch, doch. Also man könnte es aber auch zum Beispiel machen, man könnte das letzte Taschentuch nehmen und hier zum Beispiel mit ransetzen. Ja, okay. Und dadurch hätte zum Beispiel, würde hier ein Stück fehlen, das dann wieder hier dran ist. Und das könnte man mit den anderen auch theoretisch machen, dass man die überlappen lässt irgendwie, wo gestempelt wird. Und da können ganz krasse Muster rauskommen. Mhm. Aber Nullstempel wären eigentlich auch möglich. Außer man darf sie nicht kaputt machen. So, bla bla bla. Nö, wir haben noch ein Rätsel. Ach so, stimmt. Ja. So erledigt. Ist jetzt alles gut, Mieze? Hört sich zwar an wie Au, aber dafür sieht das Kätzchen zu glücklich aus. Geh von meinem Schwanz, au! So. Oh, da hinten. Rätsel! Ja, warte. Nein, warte, ich will den Blumenstrauß nicht. So. Das sind wirklich prächtige Blumen. Findest du nicht auch? Ja, absolut. Und sie riechen so. Alles in Ordnung, Miss. Dich hat doch keine Biene in die Nase gestochen, oder? Nein, nein, mich hat nichts gestochen. Ich habe ein Rätsel gefunden. Aua, mein Fuß. Wann hast du das gesagt? Weiß ich nicht. Exi. Ja, jetzt. Gerade. Geh von meinem Schwanz. Exido 2018. Alles klar. Eine Blumenkiste. So. Oh, ja! Ja!
Du musst eine Geschenkbox mit Blumen auf allen Seiten herstellen. Verwende das Papier mit Blumenmuster, um das Muster eines Würfels mit 6 angrenzenden Seiten. Oh, ein Würfelrätsel. Wollen wir es basteln? Nein. Zu erstellen. Welche Quadrate des Papiers musst du verwenden, um 6 unterschiedliche Blumen einzuschließen? Tippe ein Quadrat an, um es auszuwählen, und tippe es erneut an, um die Auswahl zu löschen. Alles klar. Ein Quadrat? Was? Ich glaube, das ging. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Nein, das war doof. Oh! Punkt! Wieso? Was war bei dir? Ich glaube, ich habe... das war falsch gedreht. Ach, die müssen auch richtig gedreht sein? Oder was? Warte mal, ey. Welche hast du genommen? Zeig nochmal. Vorher. Die beiden. Also die. Du. Warte mal. Nee, vielleicht liegt's daran, dass die aneinander angrenzen, so falsch. Ja, sollen die doch. Nicht richtig. Aber nee, dass das dann. Weiß ich jetzt gar nicht. Also eigentlich. Müsste es trotzdem gehen, ja. Ja, ja. Ja, frage ich mich auch, warum deins nicht ging. Oder kann man daraus keinen Würfel richtig machen? Ja, glaube ich eben auch nicht. Da fehlt noch eins. Ja, aber ich glaube, dann geht's auch wieder nicht. Ja, weil da würden sich 2 überlappen. Die beiden nämlich, ja. Die beiden Nummern. Nein, die würden, wenn du es zu einem Würfel machst... Ich hasse solche. Ich war früher an sowas richtig gut. Du hast es voll vor dir, deswegen. Nix. Aber es müssen doch 6 sein, oder? Es müssen 6 sein, ja. Also die muss auf jeden Fall. Ja, die ist die einzige, die da... So, was würdest du denken, würde nicht gehen, zum Beispiel, wenn du die blaue da unten nehmen musst, von den lilanen, ja. Weil du kannst ja die oberen gar nicht mehr erreichen, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau. Deswegen musst du ja auch die da unten nehmen und der Rest ist dann... Genau, dadurch kannst du die dann halt auch so falten, dass wirklich an allen Seiten... Okay, ich zitiere das jetzt mal. Geh von meinem Schwanz, Exido 2018. Darüber musste ich nicht lachen. Und das muss jetzt einer zitieren. Darüber musste ich nicht lachen. Nein, was dann? Mit Würfeln kennt Exi sich aus, merkt man an, du musst es aufdrücken. Ja, aber ich hab's richtig gehabt, so schnell. Also ich bin daran gewachsen, wie es aussieht. Schach ist geil. Ja. Das Rätsel war so beeindruckend wie die Blumen, von denen sie kamen. Es. Alles in Ordnung, Amos, du wirkst so abwesend. Oh, ja, das bin ich natürlich. Ich meine, nein, ich war gerade so fasziniert von, ich meine, ach, egal. So, wir sind fertig. Fallfinale noch? Ja. Oh. Ja, wir müssen halt durch damit. Ist ja nur 1. Finale. Oho. Wie hat er nochmal gesprochen? Ach. Nase. Ja, so nasal. Ach, schau sich einer an. Schau sie sich einer an. Capraegagros Hircus. Diplomökonom. Was für bezaubernde Geschöpfe. Das warst auch du. Hallo, Doktor. Nee, wie war... Wie hab ich bin das... Bin ich ein Typ? Ja. Hi, ich hab ja Kabel. Hallo, Doktor Ohm.
Sind Sie also wieder da? Heißt das, dass es nicht gut mit Ihrer Forschung läuft? Nun, ich scheine tatsächlich etwas festzuhängen, sehr fest sogar, um ehrlich zu sein. Nun, Sie können gerne hierbleiben und den Ziegen einen Moment zuschauen, um sich abzulenken. Die machen gerade was miteinander. Aber bitte verfüttern Sie kein Papier mehr an sie. Nein, nein, ich habe meine Lektion gelernt. Dieser kleine Zwischenfall tut mir immer noch leid. Zum Glück scheint es keine Langzeitfolgen für die Ziegen gehabt zu haben, aber machen Sie das auf keinen Fall nochmal. Ich muss schon sagen, ich war sehr beeindruckt von dem feinen Mist, den die Ziegen produziert haben. Bei den Rosen vor meinem Fenster hat er wahre Wunder bewirkt. Ich frage mich, vielleicht steckt etwas dahinter, was ich in meine Forschung integrieren könnte. Ah, Dr. Ohm, ich wusste gar nicht, dass Sie an Ziegen forschen. Oh Mann. Ja, er macht Doktorspiele mit Ziegen. Dekan Delmona, das ist nicht, wie es aussieht. Also, wie läuft die Forschung? Ist der Artikel schon fertig? Also, das Artikel ist, oh ja, es läuft alles nach Plan. Keine Sorge, diesmal verpasse ich den Abgabetermin nicht. Im Papier sind Giftstoffe drin, also sollte man wirklich nicht essen. Ja, vor allem, wenn es gebleicht ist. Ja, eben. Und dann auch noch mit Chlor. Aber das meiste ist ja chlorfrei gebleicht. Ja, aber trotzdem. Ich brauchte nur mal einen Tapetenwechsel, mehr nicht. Ja, ich verstehe, es ist auch manchmal wichtig, eine Pause von den Büchern zu machen. Aber jetzt muss ich wieder in mein Labor, wenn Sie mich entschuldigen würden. Oh, er hatte es ganz schön eilig, von hier wegzukommen, oder? Ob das an der Ziege liegt? Um von hier wegzulaufen, würde ich sagen, es würde mich nicht überraschen, wenn er noch kein Wort für diesen Artikel geschrieben hat. Also langsam kommt mir das bekannt vor. Hier gab es doch noch einen Professor, der seine Artikel nie rechtzeitig eingereicht hat. Wer war das denn noch? Ah, natürlich, das war Leighton, der Archäologieprofessor. Was für ein inkompetenter Sack. Aber der konnte gut Rätsel lösen. Meine Enkelin dachte, ich wäre Gott, als ich ihre Rätsel immer wieder ihr gelöst vorgebracht habe. Jedenfalls wollte ich eigentlich nur ein bisschen die Ziegen streicheln. Danach mache ich mich wieder auf den Weg. Wir haben schließlich viel zu tun und so. Ah! Da fliegt der Gott mein Tropee weg. Vorsicht, Dekan. Lassen Sie die da lieber nicht an ihre Finger ran. Die kaut auf wirklich allem und jedem rum. Ja, das hab ich gerade gemerkt. Oh. Du weißt schon, dass sie das nicht sehen? Oh. tut sie das? Ich habe gehört, Ziegen fressen sogar Papier. Zum Glück hat das fast völlig aufgehört, seitdem ich die Warnplakate auf dem Campus aufgehängt habe. Nun, das ist gut zu hören. Wahrscheinlich erklärt das aber auch, warum diese hier so hungrig ist, dass sie mir die Finger abknabbern will. Und noch was anderes. Sie sollten sie wohl besser füttern. Ja, Sir. Okay. So, was machen wir nun? Speichern und aufhören. Speichern und aufhören. Ihr habt die Dame gehört. Ja. Die Lady. Die... Nein. Lady. Ja. Okay, dann überspeichere ich das noch gleich nochmal. So. Und damit sind wir wieder durch einen Fall weiter durch. Tschüss. Alle miteinander und bis zum nächsten Mal. Wenn dann die Folgen wieder hochgeladen sind und... Ja.
ja, wenn die Folgen hochgeladen sind und man dann daran erkennen kann, also dass die wieder alle in einem Mal mit einem Schlag kommen, dass dann... Genau. Was? Wer hat Gewalt? Ah. Du hast keine Verfügungsgewalt mehr. Was? Hatte ja. Ich doch eh nie, oder? Schach ist geil, sage ich nur. Oh. Hä? Nur deswegen? Nein, Schach ist... Schach ist toll. Schach ist okay. Schach ist toll. Aber ich bin aus der Übung, weil keiner mehr mit mir spielt. Ich kann's auch nicht, also dementsprechend könnten wir ja mal miteinander Schach spielen. Und du würdest mich voll fertig machen. So Tabletop-Simulator-mäßig? Egal, ich hab auch ein großes Schachbrett bei mir. Mhm. Ja, Analog-Schach ist auch okay. Ich habe früher tatsächlich mit einer Freundin immer über Telefon Schach gespielt. Oh ja. Nicht über Briefe? Nein, das war irgendwie zu doof. Wir haben ja, so Fernschach mit Briefen. Ja, nee. Nee, wir haben dann immer über Telefon. Bauer von A5 auf B2 auf B4. Ja, das macht das, ja. Macht Sinn. Macht Sinn? Ja. Okay. Nein! Das ergibt Sinn. Hey Baby, klopf, klopf, lass mal Schach spielen. Ey, boom. Besser als französische Zwiebelsuppe. Oder Steak Bumium Joll. Okay, jetzt aber wirklich. Tschüss. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.